So, ein herzliches Willkommen zurück zu Doom 2016. So, hier geht's direkt los mit einem dicken, big fettes Kampf. Nee, Moment, das war jetzt gar nicht die Waffe, die ich haben wollte. Ich wollte nicht mit der BFG auf den Imp schießen. Das war jetzt gerade nicht der Plan. Meine Sucht, die Herausforderung nochmal. Das scheint ja doch einiges ja zu tun zu sein. Oh. Guck mal, was lieb ist. Autsch, das tut doch weh, mein Freund. Boom. Shotgun regelt. Ah, da ist ein Schuss zu wenig drin. Du störst, ich muss auf den Helden-Platz machen. So. Boom. Oh, hi! Alles klar bei dir? So, jetzt ist alles klar bei dir auf jeden Fall. Autsch! Hi, Kako! Alter, ich glaube, die Monster sind ein wenig böse auf mich. Kann das sein? Uiuiui. So, gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen einmal ein bisschen mehr Druck machen, ne? Bam. Vor allem mal gucken, was ich hier machen muss. Dim. Das habe ich nämlich vergessen. Ja, genau das und Rüstungsgegenstand. Ah, gut, also das erledigt sich von alleine. Einfach nur machen. So. Oh, der Arme. Boom. Halte sie die Fresse, please. Bam. Bam, guten Tag. Oh shit, wer schießt hier? Warum ist der Manku jetzt da unten? Das war er doch letztes Mal nicht. Dann werde ich ihn jetzt empfangen mit tollen Raketen. Richtig schön fürs Herz, genauso wie dich. So, bam. Genauso wie dieses brave Monster mögen. Boom. Bamsen. Da ist der andere Manko. Oh, oh. Muss mal jetzt eben kurz so sterben. Weil ich habe gerade ein Manko-Problem. So. Holy moly. Ich weiß gar nicht mehr, was hier abgeht. What the fuck? What the fuck? Was geht hier ab? Was geht hier vor sich? Oh mein Gott. Komm schon. Vielleicht muss ich doch mal die BFG nehmen. Aber es verbessert meine Ruhe. Nee, solltest das machen eigentlich. So. Boom. Boom. So, Herausforderung beendet. Dankeschön. Aua. Boom. Wo willst du denn drauf los? Abhauen ist nicht hier, Feige und so, ne? Das habe ich mir gedacht, dass du da hochkommen willst. So. Ah, fuck. Jetzt hätte da die Dingens geholfen, dass sie länger benebelt sind. Da kommt gerade ein neuer. Ein Hell Knight, das ist gar nicht gut. Ich sollte vielleicht auch nicht alle Glory killen.
Boom. Aber es macht gerade so Fun. So. Boom. Bam. Da ist neben so ein Hell Knight neben mir. So, bam. Und weg mit dir. Holy moly. Du stirbst auch. Geh weg, Junge. Shit. So. Ich glaube, jetzt lohnt sich das mal. Oh, da hat sich richtig gelohnt. No, nein, nein. Der Kako ist da. Der böse Kako. Die Karkos haben es einfach drauf in Doom 2016. Den darf man nicht unterschätzen. Aber ich finde die auch geil designt, ey, muss ich euch sagen. Ich finde die so geil. Während ich da an den Doom 3 Karko denke im Vergleich. Haben sie hier ja echt draus gelernt aus dem Ding. Weil hier ist er ja hübsch. Da kannst du dir nichts sagen. Boom. Ich glaube, ich fühle mich hier unten unwohler. Mal ein bisschen Ammo. Und du auch. Du störst gerade ein bisschen. Boom. Fresse, Fresse. Bam. Und boom. So. Bam. You. Bam. Beeil dich mal, Dunkel. Hier komm ich. Hier kommt der böse Kako. So. Jetzt hat er das aber davon. Bist du sauer? Sieht so aus, ne? Gehst dich so nach hinten mit deinem Rücken. Als wäre der irgendwie sauer. So, muss man hier hoch. Hier sind ein paar Imps. So, Nachschub oder ist hier schon schlapp? Na also. War doch ganz einfach. Es hat Spaß gemacht. Wird auch richtig gut noch was überbehalten jetzt an Health. Nice. Der hat Laune gemacht, ey. Wirklich, das war voll epic, Mann. Sind hier Secrets? Hm, wo bin ich überhaupt? Ach, da. Ja, das Secret habe ich schon. Boah, das hat voll Bock gemacht, ey, ernsthaft. Habe ich jetzt eigentlich die Dinger hier schon fertig, alle? Na, die Rüstungsgegenstände nur noch. Hat Bock gemacht, muss ich echt sagen. War geil. Gerne. Gerne häufiger sowas Gutes. Bin eh warm gespielt, weil ich direkt davor Quake Champions gespielt habe, mehrere Stunden. Schönes Spiel, by the way. Boah. Da bin ich gerade richtig warm gespielt, in Action hier. Wo war jetzt eigentlich dieser komische Dämonen-Dezimierung-Raum? Ja, das scheint so eine Art Candy Crush zu sein. Mal ein bisschen informiert, ob es tatsächlich irgendwie so eine Art... Oder hat man mir das sogar geschrieben? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat man mir das erklärt, wie es geht. Und ja, es scheint tatsächlich so eine Art Handyspiel-Abklatsch zu sein. Dieses Candy Crush. Und das sei wohl sehr bekannt. Und boah, ich kannte es nicht, weil ich am Handy eigentlich nicht so... Ja, ich bin nicht so der Handy-Zocker. Ich kenne sowas nicht so. Ja. Also man musste quasi drei gleich Monster in horizontaler oder ja, senkrechter Reihe haben oder diagonal geht glaube ich auch. Hätte man auch irgendwie drauf kommen können, aber war ich nicht drauf gekommen. Ich habe mich da dumm angestellt, habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber dennoch danke für die Erklärung dafür. So, gut. Ja, wollen wir mal weitermachen. Munition ist hier glaube ich nicht mehr. Da-da-dam. Oh, noch diese lustigen Dinger. So ist er nicht. Boom. Nochmal ein bisschen Rüstungsgegenstände.
Ja, das war jetzt ein bisschen fail. Hier, so muss das gemacht werden. So. Und dann, du da hinten. Oh. Bleibst tot. Hier ist irgendwie was faul. Ich habe ja was gehört, glaube ich. Ja, du möchtest doch sterben. Das wissen wir doch alle. Hier, bam. Bitteschön. Sag mal. So. Hinter ihm und dann passt das. Ja, da komme ich nicht hin. Du sollst so sterben. Sag mal. Was ist denn nicht richtig mit dir? Du kannst jetzt auch langsam mal drauf gehen. Ich meine, ich habe ein halbes Magazin auf dich gefeuert. Jo. Sieht ja ganz nett aus, aber was willst du mir damit sagen? Olivia. Skoliose Olivia. Genau, ich nenne jetzt Skoliose Olivia. So. Wie sieht das hier mit der Secret-Situation aus? Nee, ist nichts weiter. Unachtsame Menschen gehen hier halt dran vorbei, aber ein Secret ist es nicht. Na gut, dann halt nicht. So. Was sieht geil aus, ne? Muss man echt sagen. Hat was Gutes. Yay, ah, die BFG, ich mag sie. Wo war eigentlich die? Die habe ich nämlich auch noch. Mal gucken, die ganzen Waffen nochmal durchgehen. Ja, war wieder ein bisschen lange her mit dem Spiel. Aber ich hoffe, wir sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe auch noch so ein bisschen wieder ein... Ist ja nicht gleich. Hatte auch so ein... Vorgehabt, wieder so ein Silvester-Video zu machen. Aber... Ich werde es vielleicht auch noch bringen, aber es verzögert sich jetzt natürlich so ein bisschen. Weil ich gemerkt habe, yo, Russian Overkill-Waffen hatte ich vor. Ja, ich spoiler das schon mal ein bisschen vorher. Macht die Vorfreude darauf umso größer. Denn Russian Overkill-Waffen... Na gut, vielleicht kennt ja auch nicht jeder Russian Overkill-Waffen, aber da reicht schon eine Waffe aus, um GZ-Turm in die Knie zu zwingen. Also vielleicht muss ich das für jede Waffe einzeln machen oder nur zwei Waffen. Oder muss mal gucken, wie ich das so ja, gebacken kriege. Oder einmal mal alle Waffen und dann gucken, was passiert. Und dann noch ein bisschen eins. Oder mal schauen, wie ich das mache. Könnte auch ein längeres Video werden. Geht's euch so? Was feiert ihr? Ja, also... Ja... Das ist sehr spannend auf jeden Fall, was ihr da macht. Auf jeden Fall. Haben die Kerzen lange gehalten, wenn man bedenkt, dass die schon Skelette sind und die Kerzen immer noch brennen. Das sind echt gute Kerzen. So. Was haben wir hier Schönes? Ja, die, das ist erstaunlich, ne? Die Kerzen, die brennen und brennen und brennen. Keine ist ausgegangen. Also, das ist schon, ne? Das sind echt gute Dinger. So, was haben wir hier? Irgendwie ein Aufzug. Komm, mit oder ohne Monster? Anscheinend ohne Monster. Ich möchte gerne mit. So. Das Munition wäre noch affengeil. Der Matt sieht da nicht so schlecht aus mit der Munition. Ich muss auch ab und zu nochmal die Map kontrollieren. Scheiße. Ich möchte gerne nochmal wieder runter. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Kann man. Wir müssen hier runter. So. Mit den Kollegen da will ich ja doch ganz gerne mal mitnehmen, ne? Blub. Bam. Prätorenmark gehalten. So. Kann man nicht schon was wieder holen? Ich glaube noch nicht, ne? Ah, ne, das sind ja die Waffen. Hier müssen wir hin. Dadam. Drei brauchen wir. Der Rest war ja alles. Was war das?
Ja, das möchte ich haben. Darauf sparen wir zuerst. Und dann kommt dieser ganze Murks. Ja, genau, weil der ist unwichtig. Gut. Ja. Jetzt können wir von mir aus den Aufzug hoch, aber das war ja nun mal wichtig, ne? Zwei Secrets müssen wir noch. Ich hoffe, die kriegen wir auch noch irgendwie. Und zwei Runenprüfungen haben wir auch noch am Start. So, jetzt erstmal das Ding wiederholen. So. Einmal bitte hochfahren, please. Zum Glück kam man hier nochmal wieder runter. Und gut, dass erst jetzt der Speicherpunkt ist, dann ist das nämlich wenigstens drin. So, was soll ich jetzt hier tun? Runterspringen einfach. Runterspringen ist ja immer so eine Sache wegen Secrets. Was ist da unten? Oh, ich hoffe, da war jetzt nichts weiter. Aber ich glaube, das ist nur, wenn man wieder zurück möchte. So. Mach mal die Scheiße hier auf. So. Danke. Du brauchst das. Ach Mann. Ich werfe immer zu früh, ich Vollidiot. Oh, jetzt reicht's mir mit dir aber. Dieser Banaus ist ja da drüben, ne? Alter! Jetzt übertreibst es aber, ne? Nope! Abgelehnt. Ja, Bastard, kommt hier einfach rüber, weißt du? Das habe ich dir nicht mal erlaubt, eigentlich. Der soll sich doch abschießen lassen, der Junge. Und nicht einfach rüberkommen. Also, nee, nee, nee. Das ist nicht fair. So, jawohl. Hier geht's nicht weiter. Secret-mäßig sieht's hier gut aus. Oh, hi, Pinky. Die sind mir nicht wirklich. Nicht ganz so sympathisch. Euch soll man ja in den Arsch schießen, ne? Habe ich damit erfolgreich getan. Ihr mögt's gerne von hinten. Hier kommt ihr. So. Boom. Hi, Jung. So. Boom. Gefällt euch das? Natürlich gefällt euch das. So, Secret-Situation. Sieht gut aus. Weitermachen. Boah, wir bekommen ja heute echt mal Fortschritt hier. Ich sollte vielleicht auch das VR-Quack-Champions spielen. Läuft das ja sogar bei mir. Ja, Mensch. So, gut. Laserwelle voll aufgeladen. Bereit für Aktivierung. Diese Höllenwelle wird das Schicksal der Menschheit verändern. Und heute leisten wir unseren Beitrag. Sie sind unsere Erlösung. Ich habe dich genau darum aus dem Grab im Kettinger-Heiligtum geholt. Ich wusste, sie ist schwach. Und unsere Arbeit birgt gewisse Risiken. Ich habe dich befreit, um diese Risiken zu minimieren. Ich wusste, dass du der Einzige bist, der sie im Zweifel aufhalten kann. Du. Ich wollte die Taste nicht drücken. Habe ich dadurch jetzt Schaden genommen? Ich weiß es nicht. Bestimmt, ne? Mal Health habe ich aber immer nicht verloren. Gut, wir können weitermachen. Komme ich gegen diese scheiß Taste gegen. So. Mit einem kleinen Finger auf der STRG-Taste gekommen. Ja. Lohnt nicht so wirklich, ne? Für so ein bisschen Health dazu. Boah, was geht denn hier ab? Sag mal. Sieht ja hier gemeingefährlich aus. Wo komme ich hier nochmal zurück? Ach, scheiß drauf. Wird schon passen. Das sieht ja
übel aus hier. Oh ne, du nicht. Oh, die haben schon Schaden gemacht, die Säcke. Mann, du bist an allem schuld. Oh. Was machst du im Arsch? Und du bist wenigstens direkt gestorben. Oh, da kommt noch ein Imp hinzu. Boom. Aber ich liebe das, dass die immer Rüstung droppen. Das ist echt artig von denen. Das oh, hier kommt auch immer was nach, ne? So. Zack, zack und boom. So. Oh, das war ein Headshot. Das hat er nicht überlebt. Das fand er nicht so gut. Da hat er Nein zugesagt. Ja, wow. Oh, unser Elf ist aber wieder gut. Wir haben gut glory-killed. Da kann man jetzt nicht meckern. Okay, gut. Erstmal das angucken hier, ne? Ganz wichtig. So, hier ist aber nichts weiter. Allerdings ist da eigentlich noch so ein Dingens. Eigentlich, aber vielleicht ist das unten. Das wäre ja denkbar, dass das unten ist. Also da drin, ja, da wird es doch sein. Was haben wir hier? Nur einen Raum. Jo. Okay. Haben wir soweit durch? Ich will jetzt aber kurz mal gucken. Nee, nicht hier. Hier. Ob ich die Dingens fertig habe. Nee, nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen. 2500. Aber für was habe ich den Waffenpunkt bekommen? Ach so, wegen oben rechts die Dinger da. Ja gut, alles klar. Verstanden. Ja, alles wieder voll. Kann man machen. Hier ist der Zugang gesperrt und hier ist irgendwie... Ach so. Das ist wahrscheinlich meine Aufgabe rauszufinden, wie ich da reinkomme. Okay, UAC-Wasser. Na, da ist doch bestimmt irgendwas drin, damit die Arbeitsleistung der Mitarbeiter gesteigert wird. Also so ein Aufputschmittel à la Energy Drink. So dass die Mitarbeiter vielleicht noch eine 8-Tage-Woche schieben können. Ja, UAC schafft es auch, die Woche einen Tag länger zu machen. Das kriegen die hin. So, ich habe aber keine Ahnung, wie ich da jetzt reinkomme. Vor allem, das kommt darin zu. Selbst wenn ich das jetzt wissen würde. Das muss ja hier irgendwie auch weitergehen, ne? Nicht? Hi. Können Sie mir bitte sagen, wie ich diese Tür da aufkriege? Sag's mir, sonst töte ich dich. Aber guckt euch das mal an. Der blutet noch. Also muss er doch auch leben, also wirklich, ne? Also das ist halt noch Durchblutung. Aha, aber hier nicht mehr. Aha. Guckt euch das an. In dem Knochen ist Blut drin.
Du machst mir Angst. Du bist bestimmt auch irgend so ein Zombie oder so. Das ist ja schon sehr unheimlich, ne? Trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, wie ich diese Rotze hier aufkriege. Der Typ will mir das ja leider nicht erzählen, obwohl er offensichtlich lebt. Der lebt eindeutig, da fließt ja noch Blut in seinem Körper, aber er will es ihm einfach nicht sagen. Er tut einfach so ganz kackfrech, als wäre er tot. Was ist das denn für ein Gang? Der könnte das Rätsels Lösung sein, weil hier unten war ich noch in keinem Gang gelaufen. In den Gang rein, nicht raufklettern. Da ist nichts versteckt. Na gut. Uah. Aber hier ist der normale Weitergang, oder? Ich will ja das Zeug haben. Das ist jetzt halt die Frage, wie komme ich jetzt an das ganze Zeug ran, wenn es hier weitergeht? Muss ich jetzt hier eine halbe Stunde suchen? Oder kann ich weitergehen? Das ist halt immer die Frage, ne? Ja. Natürlich cool, wenn ich das irgendwie rauskriegen könnte. Ich muss aber auch sagen, ich finde hier nichts mehr. Na, also es ist ja schon... Also hier tut sich nicht mehr viel. Aber ich würde das schon ganz gerne haben, weil da ist eine Rühnprüfung drin und ein Pretornmarken-Dingsi. Aber dieser ärgerliche Typ hier will es mir einfach nicht sagen. Ha. Könnte denn das hinführen? Aber das hat bestimmt was damit zu tun. Aber wie kommt man denn da ran? Ha. Das ist eine sehr spannende Frage. Jo. Vielleicht oben noch irgendwie was. Das wäre schon ein Archiv mit, wenn ich das rauskriegen würde. Und ich weiß nicht, kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass ich das hier suchen muss. Das andere geht mir zu arg weiter. Aha. Na also. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt weitergegangen. Oh, BFG. Ach ja, die ist ja sowieso voll wegen dem Dingsi. Gut. Nehmen wir uns erstmal den hier. Hat sich doch gelohnt. Haben wir es rausgekriegt. Ganz alleine, ohne Hilfe. So, gut. Schalte mit dem Gauss-Gewehr und den Ressourcen im Kampfgebiet alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Deine Gesundheit ist sehr niedrig und Ziele hinterlassen keine Ressourcen, wenn sie ausgeschaltet werden. 9 Gegner. Zeit 35 Sekunden und 2 Sekunden pro Kill dazu. Rettungswurf bekomme ich dafür. Du erhältst die Chance, einen tödlichen Angriff zu überleben und Gesundheit wiederherzustellen. Wird bei Tod zurückgesetzt.
Finde ich jetzt nicht so super toll. Aber wir machen es natürlich. Das ist ja ganz klar. Wir wollen ja alles haben. So. Nur ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen. Oh, die Gesundheit ist wirklich sehr niedrig. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Ja gut, wenn man gegen die Wand schießt, ist das natürlich blöd. Okay. Kann ich ein Altfeuer hier benutzen eigentlich? Theoretisch so? Geht das? Ja, kann ich. Sehr schön. Ja, dann weiß ich ja, wie ich den Karko töten muss, ne? Ja, dauert bloß zu lange. Das ist das Problem. Es dauert zu lange. Na gut. Was? Nein! Was machst du denn? Die Mauszeiger war auf das obere. Oh, nein. Was soll das denn? Spiel. Wenn du mich das hättest nicht nochmal lassen machen, ne, dann hätte ich jetzt so einen kleinen Rage-Anfall bekommen. So. Dauert halt echt zu lange. Wie er wieder verlassen wollte, ne? Mach das Spiel doch mit Absicht, Sau. Fällt dir überhaupt so viel aus? So. Auch keine gute Idee. Okay, das Problem scheint wohl wirklich große Gegner zu sein. So, das will ich spielen. Also du... der aushält, ey. Ich unterschätze das Ding ein bisschen, habe ich das Gefühl, okay? Das ist doch ein bisschen anspruchsvoller als erwartet, ja, wegen dem Health. Das Health ist halt das Problem. Ach komm schon! Ernsthaft? Natürlich. Hä? Wer war das jetzt wieder? Wer war das jetzt wieder? Oh, komm schon. So, du. Was ist denn mal die beste Route hier? Kommt halt wieder auf die Route drauf an. So, jetzt du weg. Du weg. Ein Treffer und man ist halt tot. Und das ist halt das Problem. Ah, ist keine Munition mehr. Wie viel braucht das Scheißding? Pro Schuss, uiuiui. Ja, Pinkies, ich hab's mir gedacht. Ja, der wird anspruchsvoll mit der Gaussen Pinky. Okay. So. Geklappt. Ich hab's geschafft. Nice.
Na also, geht doch. Perfekt. Perfekt. So. Na. Gut. Könnte nochmal aufladen. Ja, das ist natürlich das Nice daran, aber es ist ja alles voll jetzt. So. So, jetzt können wir von mir aus weitermachen. Jetzt bin ich damit einverstanden. So. Ja, ja. Ich weiß hier, bam. Ach, das ist ja schon alles hier, ne? Da habe ich ja schon alle jetzt. Ja, gut. Dann werde ich auch bei der jetzigen Kombination bleiben, glaube ich. Weil der Rest interessiert mich jetzt eher weniger. Okay, wie komme ich denn da jetzt runter? Okay. Jetzt hat die Frage, wie sieht das jetzt mit Secrets aus? Aber das scheint echt nichts mehr weiter zu sein. Da fehlt eins noch. Könnte aber hier drüben noch sein, oder habe ich jetzt eins verpasst? Was ist das denn alles hier noch? Da ist ja noch ein Zettel und hast du nicht gesehen. Vielleicht kommen. Ah, guckt euch das mal an. Hier ist noch richtig viel zu tun. Ja gut, dann wird sich das noch aufklären. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Okay, wieder Monsterlies. Ja, wo seid ihr denn? Wir hatten mir zwar einen Speicherpunkt, aber ich mache den Part ein bisschen länger. Oder? Kommt ja gerade nichts, oder? Okay, kommt gerade nichts. Na gut. Dann würde ich sagen, reichen 37 Minuten erstmal doch aus. Ja, gut. Ich würde sagen, das ist schon mal ein guter Part wieder. Ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Doom 2016. Bye, bye.